Hey Leute, ja, herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie ein Terraria Modded Server macht. Und das Ganze nennt sich Terraria Dedicated Server Mod. Die Abkürzung ist TDSM. Und dementsprechend heißt auch so die Website von denen, also tdsm. Oder .org. Ja. Kommen wir direkt dazu, wie ihr das downloadet. Dafür geht ihr auf den ersten Link in der Beschreibung. Und ja, gibt ihn einfach ein, klickt einfach drauf halt, ne? Und dann kriegt ihr schon mal die Exe. Und die zieht ihr dann mal auf den Desktop, wo ihr dann, also ich mache es jetzt so, wo ich jetzt einen Ordner mache und den nenne ich dann Terraria Server. Dort ziehe ich jetzt diese Exe rein und starte sie einmal. Nein. Da oben könnt ihr Y oder N machen, das ist nur, dass ihr hier das seht. Der Ablauf halt. Und ja. Gut, ich stellt jetzt noch weiterhin den Server oder die Dateien. Gut, jetzt kommt hier auch diese Mail. You can now insert commands. Gut, dann könnt ihr den erstmal schließen. Da wird es erstmal in die Properties reingehen, in die Server Properties. Und dort gucken wir jetzt mal. Also einmal stelle ich hier den Port um. Den habe ich eingestellt auf 25565. Wegen Minecraft, da hatte ich das schon so. Und ja. Ich werde auch noch ein Video, jetzt nicht von mir, sondern von einem anderen YouTuber einfach mal reinstellen, wie ihr die Ports auch freigeben könnt. Und ja. Dann könnt ihr es auch sehen. Ansonsten braucht ihr das, soweit ich weiß, nicht, weil ihr dann über Hamachi da drauf gehen könnt und ja. Einfach, ja, da müsst ihr nichts machen, einfach. Einfach nur halt, ja, die, dass eure Freunde oder wenn ihr halt einen offiziellen Hamachi-Server machen wollt, dass ihr dann die IP halt preisgibt und dann halt den Server laufen lasst und dann geht das auch. So, dann fangen wir jetzt mal oben an. Explosion True heißt, ob explodieren, also jetzt, ob Explosionen stattfinden können. Das lasse ich mal an. Allow TDCM. Ich weiß nicht genau, also TDCM RPG. Ach so, das ist sowas wie Survival Mod, glaube ich. Und das lasse ich mal auf an. Also es soll bedeuten, ja hier RPG halt. Schätze ich mal, also ich weiß es nicht genau. Ich würde es einfach mal auf True lassen. Oder, ja. Always generate snow. Lasse ich mal auf False. Ist halt dann generiert der Schnee. Immer allow updates, ja, das mache ich auf true. Dann wird das halt alle Sachen geupdatet, also der Server wird geupdatet immer, wenn neues Update draußen ist. Ja, buffer liquid updates, okay, das weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was was bringt, falls ihr das schon kennt. Also falls ihr schon TDSM kennt, einfach in die Kommentare reinschreiben, was ich halt jetzt nicht weiß. Genauso weiß ich euch hier nicht. Collect Garbage. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Den Properties habe ich mich auch noch nicht so abgefunden. Nur halt jetzt so das Nötigste habe ich jetzt gemacht. Zum Beispiel das hier kennt ich jetzt auch nicht. Exit Access Level. Naja, das wüsste ich jetzt auch nicht. Das ja auch nicht. Also ab hier würde ich jetzt wieder wissen, wie es weitergeht, aber ja, das hier weiß ich gerade nicht. Also hier die
Ja, so, das ist ein Teil halt. Also hier Generate Jungle, dass er halt einen Dschungel generiert, der Server. Lass ich mal auf True. Genauso Generate Snow, damit ihr auch Schnee auf der Map habt. Das lasse ich auch auf True. Ich glaube, das hier ist auch nur, dass es immer neuen Schnee generiert. Also an der Stelle zum Beispiel jetzt wie Minecraft, das dann so gesagt schneit. Ja. Gut, hier könnt ihr halt jetzt die Nachricht hinschreiben. Da könnt ihr zum Beispiel hinschreiben: Willkommen YouTube. So, das lasse ich mal so, das werdet ihr gleich noch merken in-game. Und ja. Hackdata, lasse ich voll, das soll ja kein Hacken. Hardcore Death Action, known. Ja, das ist halt, wie der Name schon sagt, Hardcore Death, also Hardcore Tod Action Aktion. Ich weiß auch nicht genau, was das jetzt bringt. Guckt einfach mal. So. Gut, die beiden weiß ich halt auch nicht. Maximal Player. Ja, wie viele Spieler maximal auf dem Server drauf joinen können. Ich nehme jetzt mal 10. Max Respawn Time 0. Das ist halt die Zeit, wenn man respawnt. So, OPT. Naja, gut. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Kannst du. Wie schon gesagt, ich kenne mich jetzt hier mit den Sachen nicht so aus. Das Serverpasswort weiß ich jetzt natürlich wieder. Dann zum Beispiel Renato, wie mein Dingensname ist. Oder ja, ich weiß jetzt nicht. Also wie mein nicht mein Passwort, sondern mein Minecraft-Name ist jetzt. Passwort benutze ich ein anderes, aber geht euch ja jetzt auch nichts an. Pitfile. Weiß ich auch nicht. Port haben wir jetzt schon geklärt, denke ich mal. Also wenn ihr Ports freigebt, gebt ihr halt hier diesen Port ein, welchen ihr benutzen wollt. Und das müssen dann halt die anderen auch noch eingeben. Gut, das hier so mit so ein paar so Sachen so. Also hier mit dem Rest kenne ich mich jetzt eigentlich nicht so aus. Ja gut, World Path ist halt jetzt, welche World ihr aussuchen soll. World 1, wenn dahin jetzt schreibt, the world, was auch immer, dann wird er diese Welt generieren und dann ist halt hier World, was ich auch eben eingegeben habe, World 14937, irgendwas halt, ne? Ja, gut, das war jetzt so, das ist was mal, was ich jetzt zum Beispiel brauche. Da brauche ich jetzt nicht viel davon und ja. Gut, dann hättet ihr schon mal das Grundpaket, sage ich jetzt mal. Hier Data, da könnt ihr noch die Bannliste ist hier. Dann OP-List, da schreibe ich mal gerade meinen Namen rein. So heiße ich in Dingens, in Terraria. Hier sind die Server, ja. Die Sachen, die da halt gemacht wurden. Und halt, wenn ihr eine Whitelist haben wollt, die müsst ihr aber einstellen noch und ja. Also kann ich immer gerade gucken. War das unten noch? Nope. Nee, also ich weiß nicht genau. Anscheinend muss man, wenn man eine Whitelist haben will, einfach reinschreiben und dann geht das oder so. Ja. So, zu Plugins kommen jetzt auch. Also ich benutze jetzt einfach nur mal das normale Essentials, was es dafür gibt. Dafür geht ihr einfach mal auf tdsm.org. Natürlich poste ich das auch noch, diesen Link hierzu. Und geht auf Forum und dann unter Plugins. Und dann ist hier Essentials. So, das downloadet ihr euch. Und zieht es in den Plugins-Ordner. Ups. Einfach so rein. Und ja. Dann könnt ihr nochmal was gucken. Und ihr könnt hier jetzt noch weiter gucken, was es halt alles gibt. Custom Chat, Online Player.
LWC wäre vielleicht noch, wenn ihr einen offiziellen Server habt, noch. Warp Drive, Mute. Ja, hier gibt es schon ganz viel, also drei Seiten momentan noch. Ich denke mal, es wird noch viel mehr irgendwann sein. Permissions. Ja, gut, ein Essential ist halt wie in Minecraft, sind so Sachen. Also, ihr könnt euch da ja mal durchschauen, und dann mal gucken, ja, was es da für Plugins gibt. Ich starte jetzt einfach mal den Server und da dürfte jetzt keine Fehlermeldung kommen. Create. Ja. Ja. So. Und jetzt gehe ich in Terraria und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, so jetzt sind wir wieder hier auf dem Server und Kamerad. Oh. Einen Hasen, der Arme. Naja, egal. So, jetzt geht ihr erstmal slash uplog slash got und dann müsst ihr halt einen Namen eingeben, auch euren selber, also euren eigenen Namen. Dann steht ihr jetzt auch Godmode Status True. Und ich zeige euch das mal gerade. Kriegt zwar Schaden, aber der wird halt wieder regeneriert. Ihr seht das ja oben auch an 100 Herzen hat man hier. Und ich kriege auch die ganze Zeit Leben, also bis es halt völlig aufgeladen ist. Jo. So, dann gibt es einmal den Befehl Blood Moon True zum Beispiel. Oder halt Blood Moon. Okay, ich gehe mal rein. Okay, ein Killerhase. So. Sperre ich mich mal ein hier mit dem Hasenkopf. Okay, jetzt ist er weg. Egal. Also dann halt Blood Moon. Ja, damit könnt ihr zumindest Tag Nacht machen. Ja, dann jetzt hat die Befehl slash Butcher. Da müssen aber NPCs jetzt in der Nähe sein, wie dieser Typ, der da immer rumläuft, also diese Mannequins, also jetzt keine Mobs, sondern halt, wie schon gesagt, NPCs. Ja, dann gibt es noch einmal den Befehl Heal, also ja, zum Beispiel Heal JJ. You have healed that player, und damit wurdet ihr auf gut Deutsch geheilt. Aber da ich ja nicht verletzt war, bringt das gerade nichts. Aber halt so könnt ihr halt eure Spieler heilen. Oder halt euch selbst. So. Ja. Dann gibt es einfach noch den Befehl slash info. Essential Plugin for TDSM. B37, glaube ich, soll das heißen. Ich weiß es nicht genau. Security, ne, the current, current, oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Whereas running the server is Windows. Das heißt, das Betriebssystem ist Windows. Gut. Slash Inver Version. So, jetzt kommt hier eine Goblin Army, also eine Armee. Ach so. Slash Scout.
Goblin. Den Ping eingeben, slash Ping. Gut, das weiß ich jetzt auch nicht genau, was es bringt.